Guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Wer von euch ist auch froh, dass er heute hier sein darf? Könnt ihr euch mal kurz melden? Ganz viele. Ich kann es verstehen, dass man heute vielleicht nicht kommen will. Heute ist der letzte Tag, sagen zumindest Meteorologen, von diesem Sommer. Ab morgen wird es kalt, also zumindest für uns gefühlt und regnerisch. Und da kann ich natürlich auch jeden verstehen, der heute noch an den See möchte oder irgendwo anders hin. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr nicht nur hier seid, sondern dass ihr euch auch freut, hier zu sein. Und mein Gebet ist es, dass wir heute alle viel mitnehmen von dem, was Gott heute vorbereitet hat. Herbst fängt an. Ja, das ist ja auch eine spannende Zeit. Die Blätter werden bunt und die Ernte wird eingefahren. Ich habe zu Hause zwei Balkone. Den einen nennen wir immer so liebevoll den Spießerbalkon. Da hatten wir bis letztes Jahr so wunderschöne Geranien, weil man das eben so macht im biederen Steglitz, bis ich halt gehört habe, dass Geranien gar nicht gut für Bienen sind. Sie sehen zwar hübsch aus, aber sind wertlos. Gibt es übrigens auch im geistlichen Leben. Sieht gut aus, ist aber eigentlich wertlos. Bringt keine Frucht. Sind wir schon mitten im Thema. Und dann haben wir noch einen zweiten Balkon, einen kleinen. Und den nennen wir so liebevoll unseren mediterranen Balkon. Da ist ein bisschen Wein und einen Ölbaum und Tomaten und alles Mögliche. Und das ganze Jahr über habe ich mich schon gefreut, dass wir so viel ernten konnten. Dieses Jahr war ein gutes Jahr. Wir mussten zwar wahnsinnig viel gießen. Als wir im Urlaub waren, hat mir unsere Nachbarin sehr leid getan, wirklich jeden Tag zum Teil zweimal runter musste, um zu gießen. Aber die Ernte ist wirklich gut. Und darum geht es heute, ums Säen und ums Ernten. Säen und Ernten, das sind ja so Gesetzmäßigkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch sich in der Bibel auskennt, aber gleich am Anfang im ersten Buch Mose, nachdem Noah die Arche gebaut hat und nachdem Sintflut weg war, hat Gott ein Versprechen gegeben. Siehst du, und das hätte ich jetzt beinahe vergessen, Säen und Ernten, da fällt mir eine Werbung ein eines großen Schokoladenherstellers. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich musste das herausschneiden. Aus werbetechnischen Gründen ein kleines Mädchen, was im Garten ein Loch buddelt und ein Stück Schokolade reintut und man weiß nicht genau, ist es die Nachbarin oder wer, die große Schwester oder so, die guckt dazu und sieht das und sie geht heimlich hin, pflanzt diesen Baum ein und hängt da lauter Schokoladen ran. Das ist natürlich vielleicht nur bedingt das, was die Bibel meint mit Säen und Ernten, aber wir werden nachher sicherlich noch sehen, warum ich genau dieses Bild rausgesucht habe. Also es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die steht im ersten Buch Mose gleich, Kapitel 8, Vers 22, da verspricht Gott, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Solange die Erde besteht, wird es immer Saat und auch Ernte geben. Und wir haben so ein paar Dinge bei uns, die wachsen einfach nicht ordentlich. Ich habe ein paar Erdbeersträucher bei uns, Sträucher, Balkon. Aber die haben richtig gut getragen. Also ich habe, glaube ich, 10 Gläser Marmelade machen können, nur vom Balkon. Wir haben aber auch ein paar Pflanzen, da wächst nichts. Ein paar Erdbeeren. Was werde ich mit denen machen? Ich werde sie wahrscheinlich rausreißen. Und ich werde angucken, woran lag das? Wenn ein Farmer kontinuierlich schlechte Ernte einfährt oder gar keine Ernte einfährt, dann wird er seinen Samen überprüfen. Und er wird die Erde überprüfen und er wird im Zweifelsfall Konsequenzen daraus ziehen. Und jetzt noch ein Aspekt sehr wichtig, nämlich, das ist auch übrigens in dieser Werbung ganz süß, dieses kleine Mädchen geht jeden Morgen raus und guckt, ob denn dieser Baum schon gewachsen ist. Und eines Tages ist er dann wie durch Zauberhand da. Wir sind manchmal so, dass wir so die Zeiten von Ernte und die Zeiten von Säen so ein bisschen durcheinander bringen. Wir tun etwas und wir hoffen, dass wir sofort die Ernte einfahren können. Das ist ungefähr so, ich habe von diesen Erdbeerpflanzen, habe ich einige wirklich selbst gezogen aus Samen. Und wenn ich die rein tue in die Erde im Frühjahr, da ist es noch außen noch kalt und dann habe ich das, ich habe ein großes Fenster in meinem Arbeitszimmer und da tue ich die dann hin und dann wächst das langsam und ich freue mich über den kleinen Spross und ich kann dann noch nicht ernten, weil es braucht eine Zeit. Aber es ist eben diese Gesetzmäßigkeit, diese Reihenfolge, ich sähe und es vergeht eine Zeit und ich kann ernten. Und das ist wichtig, dass wir das vor Augen halten. Ich habe einen Wein auf meinem Balkon und er hat es den Winter überlebt. Da freue ich mich riesig drüber.
weil ich hatte Angst, dass das nicht gelingt. Erst im zweiten Jahr ist er jetzt auf dem Balkon und ist richtig gut gewachsen. Mein Traum ist, ich habe jetzt noch einen zweiten geschenkt bekommen, mein Traum ist es, dass er von beiden Seiten, einer ist rot, einer ist weiß, dass der das richtig überrankt und es die Frucht trägt. Aber das tut er nicht, weil die Zeit eben noch nicht reif ist. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ist das zweite Jahr, dieser Wein ist auf dem Balkon, ich habe noch keine Frucht, schmeiße ich auch raus. Und ich wäre aber nicht schlau, weil jeder, der irgendwie was mit Landwirtschaft zu tun hat, den man fragen kann, ich habe natürlich auch gleich eine Bekannte gefragt, die in ihrem Garten, also einen Wein hat, der ist dermaßen lecker, im Hessen-Ländler, und der ist dermaßen, das geht einmal ums ganze Haus rum und dann noch so ein Freisitz, nennen die das in Hessen, also eine Fläche außen, wo die halt sitzen können unter dem Wein. Und der hat mir gesagt, nein, bloß nicht wegtun. Das dauert 2 bis 3 Jahre, dann trägt er das erste Mal, wenn du ihn gut pflegst. Eine Gesetzmäßigkeit gibt es auch, du wirst nie ernten, wenn du nicht säst. Wenn ich jetzt also den Balkon einfach hätte verwildern lassen, dann wären da bestimmt irgendwelche Gräser gekommen, irgendwelche Sachen hätten sich wild ausgesät. Aber ich hätte keine Erdbeeren gekriegt. Ich hätte auch keine Tomaten bekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, wie sollen die auf meinen Balkon kommen? Ich hätte auch keinen Pflücksalat bekommen und was ich da so alles hatte. Wenn du ernten möchtest, musst du säen. Und du musst pflegen. Und du musst Geduld haben. Und dann musst du wieder pflegen. Und dann kommt irgendwann die Zeit der Ernte. Du musst säen. Und da geht es nicht nur um Dinge, die auf meinem Balkon wachsen oder vielleicht hast du sogar einen Garten, hätte ich gerne, wo ich was anbauen kann, ich liebe das. Sondern es geht auch um andere Dinge. Es geht um ganz weltliche Dinge. Es geht um deinen Charakter. Es geht um Liebe. Es geht, oh ja, und da bewege ich mich auf sehr dünnen Terrain und ich weiß, dass es bestimmt Theologen gibt, die mich jetzt auch angreifen können. Es geht zum Beispiel darum, dass Gott versprochen hat, dir alles zu geben in deinem Leben, was du brauchst, um ein glückliches Leben zu leben. Sehen wir da eigentlich? Manche beziehen das aufs Geld und sagen, okay, dann sähe ich Geld und dann werde ich reich. Das kann passieren. Es muss aber nicht passieren. Weil Gott andere Maßstäbe hat, und dazu komme ich nachher noch, als wir das vielleicht haben. Und ein Satz vorneweg, der vielleicht sagt, wenn du nicht glücklich bist mit dem, was Gott dir schenkt, was Gott dir heute schenkt, wenn du nicht lernst, damit glücklich zu sein, wirst du auch nicht glücklich werden, wenn Gott dir mehr gibt. Wenn du dich sehnst nach dem größeren Haus, nach dem besseren Urlaub, nach dem besser bezahlten Job, nach dem größeren Auto und denkst, dein Glück hängt davon ab, dann bin ich glücklicher. Wenn ich erst diesen Urlaub habe, wenn ich erst dieses und jenes Geld habe, dann garantiere ich dir, du wirst auch nicht glücklich sein, wenn du das hast. Jakobus 5,7, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Er tut alles, pflegt, wässert, aber der Sämann, jemand, der das berufsmäßig macht, der hat immer diese Vision im Kopf. Jetzt investiere ich. Aber eines Tages werde ich den Wein ernten und dann mache ich vielleicht richtigen Wein raus oder ich werde die Gerste ernten und ich mache wichtige Sachen draus wie Bier, Brot, wichtiger. Oder ich ernte die Tomaten und dann gibt es einen guten Salat oder Ketchup oder was auch immer. Wir werden nur ernten, was wir sehen. Ein Kapitel später, Galater 6,7, da heißt es, meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und dabei geht es wirklich um viele Dinge. Dabei geht es um Finanzen, ja, aber Geld redet man nicht. Da geht es um Liebe, da geht es um, habe ich schon gesagt, Charaktereigenschaften. Da geht es um ganz, ganz weite Bereiche. Wenn ich Jähzorn in meinem Leben sähe, wie kann ich dann erwarten, dass ich Liebe ernte? Wenn ich Geiz in meinem Leben sähe, wie kann ich dann erwarten, dass nicht Gott mich mit vielleicht Reichtum segnet, aber erst wie kann ich dann erwarten, dass andere Leute mir gegenüber großzügig sein könnten? Wenn ich lieblos bin,
anderen Leuten gegenüber, wie kann ich dann erwarten, dass ich Liebe ernte? Wenn ich freundlich bin, ist es wahrscheinlicher, dass ich wirkliche Freunde um mich herum habe. Wenn ich bestimmte Dinge sähe, werde ich bestimmte Dinge ernten. Ich kann nicht erwarten, dass ich Tomaten auf meinem Balkon sähe und ich bin im Herbst erstaunt, dass ich keinen Wein habe. Aber ihr Lieben, so hart wie das klingen mag in unserem Leben und auch in unserem Leben als Christen, auch in unserem Leben als Gemeinde, ist es ganz oft so. Oder ich kann das auch umdrehen, wenn du dir dein Leben anguckst und du bist nicht glücklich in deinem Leben oder du merkst, du fährst wenig Ernte in deinem Leben ein, dann ist es vielleicht Zeit, mal zu hinterfragen, was habe ich eigentlich gesät? Unsere Kirchen und Gemeinden in unserem Land schrumpfen, die meisten, nicht alle. Und wir müssen uns die Frage stellen, so hart wie das ist und so sehr wie das wehtut, wir müssen uns die Frage stellen, haben wir eigentlich richtig gesät? Haben wir an der richtigen Stelle gesät? Oder müssen wir vielleicht was daran ändern? Das ist hart, ich weiß. Und das tut weh. Aber es ist eine Gesetzmäßigkeit oder aber die Bibel sagt nicht die Wahrheit. Solange Himmel und Erde bestehen, wird es Saat und Ernte geben. Und was ihr sät, das werdet ihr ernten. Ja, wir können Gott natürlich nicht kontrollieren. Ich kann auf meinem Balkon säen und ich kann zweimal genau den gleichen Erdbeersamen nehmen. Und ich kann genau die gleiche Erde nehmen und die beiden hängen nebeneinander. Und es kann sein, dass die eine Frucht wahnsinnig trägt und die andere nicht. Und es bleibt vielleicht manchmal ein Mysterium. Aber wenn ich keine Früchte habe, wäre mein erster Schritt zu fragen, habe ich überhaupt Erdbeeren gesät? Oder Tomaten oder irgendwas? Wie kann ich erwarten, dass Gott mir das einfach zuwirft? Und da kommen wir zu einem Punkt, wir haben nämlich einen freien Willen und der kann Gesetzmäßigkeiten leicht durchbrechen. Wenn Gott sagt, wenn du säst, dann wirst du ernten, liegt es an mir, bin ich bereit zu säen oder nicht? Bin ich bereit zu investieren? Und wo bin ich bereit zu investieren? Was bin ich bereit zu geben? Im 5. Mose 30,9 heißt es, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Dass Gott sagt, du musst auch die Verantwortung tragen für das, was du säst. Und auch das kann manchmal hart sein. Und das zusammen zeigt mir, wie wichtig in meinem Leben es ist, die richtigen und gute Entscheidungen zu treffen. Und nochmal, die Frage ist, bin ich bereit zu investieren? Bin ich bereit zu säen? Oder nicht? Wenn ich etwas möchte in meinem Leben, dann muss ich säen. Und nach einer bestimmten Zeit, die Gott bestimmt, werde ich die Ernte einfahren. Und nochmal, es geht nicht unbedingt um Geld, aber auch. Es geht auch um Geld. Es geht zum Beispiel um Großzügigkeit. Meine Kinder erleben das gerade wirklich hautnah mit. Meine Kinder kriegen gewissen Betrag an Taschengeld und meine Kinder haben sich beide in den Kopf gesetzt vor Monaten, wir werden jetzt den Zehnten abgeben. Und als guter Papa habe ich mir natürlich gedacht, na, mal gucken, wie lange die durchhalten. Spätestens, wenn es am Ende das Geld noch viel Monat übrig bleibt, dann werden sie sich das überlegen. Aber sie halten das durch. Und nach einer ganzen Zeit haben sie gedacht, weißt du was, Papa? Irgendwie ist das komisch, uns fehlt nichts. Irgendwie ist das komisch, sondern es ist eher umgekehrt, dass wir das Gefühl haben, dass am Ende mehr rauskommt. Wenn wir jetzt zurückgucken auf die Zeit, dann habe ich das Gefühl, dass wir beschenkter waren als vorher. Ich kann das nicht kontrollieren, weil das, was wir überweisen, geht über einen Dauerauftrag. Aber dann kommt auf einmal eine Oma und die gibt Geld für den Urlaub, was sie vielleicht vorher nicht getan hat. Oder dann kommt ein Zeugnis und dann gibt es eine Belohnung fürs Zeugnis, weil das Zeugnis sehr gut war und die fällt vielleicht größer aus, als sie das dachten. Ich weiß es nicht, woran es lag, aber ich finde es erstaunlich. Manchmal lernen wir von den Kindern und ich finde das gut. Bei euch kommt es auch bald. Also das Kind und das Lernen, beides. Deswegen sagt Jesus ja auch, wir sollen werden wie die Kinder.
Dieser Satz in Galater 6 geht übrigens noch weiter, meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Ich liebe die Hoffnung für alle, das ist die Hoffnung für alle, weil ich weiß, da gibt es irgendwelche Verträge, dass man die gut zeigen darf. In Kirchen, da gibt es keine rechtlichen Schwierigkeiten, aber manchmal ist es gut, wir haben hier einen Theologen unter uns, sich den Urtext anzugucken, weil der ist eigentlich drastischer und der ist eigentlich viel deutlicher. Da heißt es ungefähr, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Bis dahin war es ja sehr ähnlich, aber dann heißt es, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Bibel, ihr Lieben, unterscheidet ganz klar zwischen zwei Bereichen, dem Bereich des Fleisches und dem Bereich des Geistes. Der Bereich des Fleisches ist alles Weltliche, hat was mit meinem alten Adam zu tun, mit meinem alten Menschen, mit meinen menschlichen Gelüsten. Und der Bereich des Geistes ist eigentlich das, wo wir hineinwachsen sollen. Nämlich, dass wir ein neues Leben sind. Wir sind eine neue Kreatur, wir haben es nur noch nicht so ganz verstanden. Wir sind da noch nicht so ganz reingewachsen. Und vielleicht sagt sie, ja, was will er jetzt eigentlich? Wir sind doch alles gute Menschen. Ja, aber wenn das so ist oder wenn das so wäre, dann frage ich mich, warum es auch in Kirchen und Gemeinden so viele machthungrige Leute gibt. Warum es in Kirchen und Gemeinden so viele Leute gibt, die nicht bereit sind, sich zu investieren. Zum Beispiel mit ihrer Zeit, mit ihren Begabungen. Es geht nicht immer nur ums Geld. Warum es so viele Menschen gibt, wo Dinge einfach schwierig sind, weil sie eben menschlich sind. An dieser Stelle sehen wir, dass dieser Bereich des Alten und des Neuen wie im Kampf zueinander stehen. Wenn wir es lernen würden, uns wirklich der Führung Gottes zu unterstellen, dem, was geistliche Welt ist, dass der Heilige Geist uns leitet und loslassen könnten vom Alten, ich glaube, wir würden viel mehr und viel tiefere Durchbrüche erleben. Beispiel. Wie würdest du damit umgehen, wenn du eins hast, wenn Gott dir heute aufs Herz legt, verkauf dein Auto und spende das Geld? Also bei mir kämen ganz viele Abers. Ja, wie soll ich dann hier nach Neukölln kommen zum Predigen und die Kinder und ich muss ja einkaufen und merkt, wie da so ein Kampf ist. Wir haben dann so ganz schnell so ein Aber. Ach, geht nicht. Oder wenn Gott dir aufs Herz legt, hör mal zu, guck dir doch mal an, wie viel Zeit verbringst du mit Fernsehen gucken, mit Handydaddeln. Oh, wie viel Zeit verbringst du damit, mit deinen Arbeitskollegen über deinen Chef zu lästern? Machen wir natürlich alle nicht. Und dann guck dir mal an, wie viel Zeit du investierst, die Bibel zu studieren. Wenn Gott dir das aufs Herz legt, dann weiß ich ganz genau, dass die Abers auch so viele ausploppen. Ja, und ich habe doch keine Zeit. Und wenn meine Kollegen da sind und ich bin dazwischen, wenn ich da nicht mitmache, dann nehmen die mich nicht mehr für voll und dann bin ich Außenseiter da und es macht doch jeder. Und dann fangen wir an zu relativieren. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Merkt ihr, wie es so einen Kampf gibt zwischen der geistlichen Welt und unserem Fleisch, das, was die Bibel das Fleisch nennt? Was macht dich glücklich in deinem Leben? Was brauchst du? Schwierige Frage. Wenn es nicht das Geld und sowas wäre, bei den Menschen allgemein, warum sind da so Sendungen wie die Geissens im Fernsehen so populär? Zur besten Sendezeit zeigen die Leute reiche Menschen, die von morgens bis abends gefilmt werden. Und die Leute scheinen das zu gucken. Sonst wäre es nicht zur besten Sendezeit. Warum? Weil wir Menschen darauf reinfallen, dass wir nur dann glücklich sind, wenn wir einen bestimmten Stand haben, bestimmtes Level an Geld, ein bestimmtes Ansehen, bestimmtes hier, bestimmtes da. Das ist wieder diese menschliche Welt. Aber Gott sagt, weißt du was, ich habe eigentlich ganz andere Maßstäbe. Und wenn du daran festklebst, dann wirst du wahres Glück wahrscheinlich nie finden. Das ist übrigens auch eine Art von Saat, sich solche Sachen anzugucken. Und sich davon beeinflussen zu lassen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir nicht lernen, ein glückliches Leben zu leben, ich habe das schon gesagt, mit dem, was wir haben, wenn wir auch nicht glücklicher sein, wenn wir mehr haben. Warum? Weil wahre Freude aus der Beziehung zu Gott entspringt. Wahre Freude ist
dann da, wenn du eine enge Beziehung zu Gott hast. Der kann dir eine Freude geben, die alles Weltliche dir nicht geben kann. Und wir haben das mit dem Verstand eigentlich irgendwie registriert. Und dennoch fällt es uns so schwer. All das andere macht uns nicht voll. Und das hat übrigens auch mit Licht und Dunkelheit zu tun. Dass wir so gerne immer noch nach der Dunkelheit greifen, obwohl wir Kinder des Lichts sind. Galater 2,20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Auch als Christen haben wir immer noch das Fleisch. Die Bibel sagt ganz klar, Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Ich bin dem Fleisch gestorben, so heißt es ungefähr im Urtext. Aber es heißt nicht, dass das Fleisch nicht mehr da ist. Weil es kann keiner von uns, glaube ich, von sich behaupten, dass er nicht immer mal in die Richtung gezogen wird. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen und was wir säen. Warum ist das eigentlich so? Galater 5,17, ihr seht, wir tigern heute viel durch den Galaterbrief. Große Einladung, studiert mal den Galaterbrief. Nicht nur lesen, studieren. Da steckt so viel drin. Das ist so spannend. Galater 5,17, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Mein erster Tipp heute ist, sagt dem Fleisch den Kampf an. Sagt dem Fleisch den Kampf an. Das heißt nicht, dass ihr nicht in schönen Urlaub fahren sollt. Aber glaubt nicht, dass euer Glück davon abhängt. Das heißt doch nicht, dass ihr euer Auto verkaufen müsst. Das war nur ein Beispiel. Aber glaubt nicht, dass euer Leben davon abhängt, euer Glück. Also Gott sagt dir was, was du tun solltest. Und deine menschliche Natur sagt, oder Gott sagt dir was, was du nicht tun solltest. Unsere menschliche Natur sagt auch wieder, ist ja so schwierig. Und wir haben dann so ganz schnell so ganz tolle Ausreden und Begründungen. Und unser Fleisch hat die Angewohnheit, Ungehorsam und Sünde ganz klein zu reden und vor allen Dingen zu rechtfertigen. Naja, ist nicht so schlimm. Dafür ist doch Jesus am Kreuz gestorben. Wir sind doch alle kleine Sünder. Machen doch alle. Und das ist die Saat, die wir säen. Sünde kleinreden, beziehungsweise Sünde wegmachen, kann nur Jesus. Warum? Weil er sündlos war. Und an unserer Sünde vorbeischauen kann auch nur er. Bei uns ist klar, Sünde ist Sünde. Wenn wir Christen also in diesen Kampf eintreten und uns von unserer menschlichen Natur leiten lassen, müssen wir uns nicht wundern, dass wir die Früchte tragen. Und nochmal, wenn du ein Mensch bist, der sagt, mein Leben ist so großartig, Gott beschenkt mich so, dann kannst du weghören heute. Aber wenn du jemand bist, der sagt, eigentlich möchte ich gerne mehr davon haben, mehr Glück, mehr Segen, mehr Liebe, mehr Freude, dann schau dir bitte an, was du gesät hast. Wenn Christen also nicht den Kampf antreten, dann heißt es, dass wir in der Gefangenschaft des Menschlichen bleiben, das Menschliche war hier, und dass wir nicht die Freiheit von Gott erleben. Und es ist manchmal nicht einfach. Ja, das tut manchmal auch weh. Psalm 126,5 ist ein Vers, den liebe ich, der ist mir ans Herz gewachsen. Da heißt es nämlich, wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude ernten. Manchmal tut es weh, wenn Gott uns etwas bittet zu tun und wir es eigentlich gar nicht wollen. Und manchmal tut es auch weh, wenn Gott uns bittet, etwas nicht zu tun, wir da aber ganz doll dran hängen. Kleines Beispiel, nächste Woche habe ich zugesagt, zu predigen, bei einem missionarischen Gottesdienst, schon lange, lange her. Und ich verpasse, wie meine Tochter beim Einschulungsmusical auf der Bühne steht. Das tut mir weh, weil ich weiß, meine Tochter wird auch enttäuscht sein und ich kann ihr 100-mal erzählen, ich gucke mir das hinterher im Livestream an. Bin ich gehorsam oder bin ich nicht gehorsam? Was sehe ich? Wer ist wichtiger? Hart, das tut weh. Aber was ist das? Wer mit Tränen sät, wird Freude ernten. Ich bin 100% sicher, wenn wir tun, was Gott sagt, dann wird er uns segnen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wenn du jetzt sagst, du weißt vielleicht gar nicht, was Gott will von dir, er möchte, dass wir eine gute Einstellung haben.
Bei allen Dingen. Er möchte, dass wir eine gute Einstellung bewahren, wenn er uns segnet und wir reich sind und er uns 6 Richtige im Lotto schenkt, dann möchte er, dass wir eine gute christliche Einstellung haben, die auf ihn gründet. Und er möchte ganz genauso, dass wir diese gute christliche Einstellung haben, wenn uns die 1 Million Euro weggenommen wird. Hart. Er möchte gern, dass du eine gute Einstellung hast, egal ob du 20 Freunde hast, auf die du dich verlassen kannst oder ob du sagst, ich bin im Moment gerade völlig einsam. Warum? Weil er das Fundament ist. Und er sagt, dein Glück hängt nicht davon ab, nicht vom Geld und nicht von der Anzahl deiner Freunde. Er möchte, dass wir freundlich zu den Menschen sind. Ja, sogar zu den Menschen, die wir eigentlich nicht leiden können, sollen wir freundlich sein. Oh, und wer mich kennt, das fällt mir manchmal sehr schwer. Und dennoch sagt er das. Auf welcher Seite bin ich? Menschlich? Menschlich habe ich vielleicht recht. Die treten mir in den Hintern, die können mich nicht leiden, die lästern über mich. Und Gott sagt dennoch, lieb deine Feinde. Da sind wir wieder in dem Kampf. Er möchte, dass wir schnell im Vergeben sind. Schnell im Vergeben. Er möchte, dass wir großzügig sind. Soll ich weitermachen? Das geht nicht immer nur um ganz konkrete Dinge, was du heute Nachmittag tun sollst, sondern es geht um allgemeine Dinge. Und wer es nicht glaubt, guck nach in der Bibel. Und wer mir sagt, ich habe was Falsches gesagt, bitte, lehrt mich eines Besseren. Das sind die Dinge, die ich erkenne. Wir sollen vergeben, wir sollen lieben, wir sollen großzügig sein, wir sollen an ihm hängen. Er möchte, dass wir in sein Reich investieren und zwar, und dann sind wir wieder ganz am Anfang, und zwar, was sollen wir machen? Trachtet zuerst nach. Amen, Bruder, vielen Dank. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes fragen. Und wenn ihr jetzt sagt, der erzählt der Kokolores vorne, jetzt überlegt euch mal, auf welcher Seite wir eigentlich stehen in unserem Alltag. Wonach trachten wir? Naja, ich muss ja arbeiten, ich muss ja meine Familie ernähren, ich muss ja den Kühlschrank voll kriegen. Wenn einer zu Besuch kommt, muss ja auch meine Wohnung sauber sein und ich kann ja auch nicht mit dreckigen Klamotten rumrennen. Und dann muss ich noch Schularbeit mit meinem Kind machen und dann muss ich dafür sorgen, dass das Zimmer aufgeräumt ist von meinem Kinder. Und wenn ich dann irgendwann Zeit habe, dann können wir mal gucken, was kann man eigentlich noch machen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie geht der Spruch weiter, Bruder? So wird euch alles andere zufallen, und zwar alles, was wir brauchen, um ein glückliches Leben zu leben. Saat, Pflegen, Ernte. Siehst du, da fängt wieder unsere menschliche Natur an. Wenn Jesus wüsste, was für ein Chef ich habe, dann würde der sowas nicht von mir verlangen. Das Reich Gottes investieren, den lieben. Weißt du was? Jesus weiß, was für ein Chef du hast. Jesus kennt auch deinen Nachbarn, der da ständig aus dem Fenster schreit. Und weißt du was? Dieser Nachbar hat Jesus am meisten nötig. Und so weiter und so weiter. Die Frage ist weiterhin, was sähe ich und was möchte ich ernten? Wie kann ich erwarten, dass Gott mir Frucht schenkt, Segen schenkt, wenn ich selber schlechte Dinge sähe? Unmut, Rebellion, Lieblosigkeit, Geiz, Egoismus, Faulheit, Trägheit, Ausreden. Die Bibel sagt doch, dass jeder von uns ein erfülltes Leben leben kann, dass Gott uns das schenken möchte. Johannes 10,10. Dir möchte Gott schenken, egal ob du so jung und knackig bist wie ich, danke, dass ihr nicht gelacht habt, oder ob du schon einen größeren Teil als ich von deinem Leben hinter dir hast, einen längeren Teil. Wir wissen nicht, wie alt wir werden. Falls falsch formuliert. Jeder von uns, dem möchte Gott schenken, dass er sein Leben genießen kann. Dass er ein Leben kriegt, was glücklich macht. Ein Leben, das Spuren hinterlässt für andere. Spuren, die vielleicht bis in die Ewigkeit dauern. Und dazu muss ich investieren. Ein großzügiger Mensch wird zum Beispiel in Erinnerung bleiben. Und die Leute werden hingucken. Ein großzügiger Mensch ist nämlich einer, der meistens ein wundervoller Mensch ist. Auf wen fährt mein Sohn völlig ab? Der ist auch so ein Internet-Junkie und YouTube und dieser ganze Kram. Und dann kommt er an mit so einem Typen, der so eine sündhaft teure Schokolade rausgebracht hat. Ich will den Namen nicht nennen, ich will keine Werbung für Mr. Beast machen und auch nicht für seine Schokolade. Was dieser Mann aber anscheinend tut, ist, dass er einen Großteil von dem, was er verdient, spendet.
Was macht mein Sohn mit seinen 3 Groschen Taschengeld, die er kriegt? Der kauft diese völlig überteuerte Schokolade. Und wenn ich ihn anspreche und sage, weißt du was, du bist doch bescheuert. Die andere schmeckt doch nicht schlechter, die da nur, weiß ich nicht, 99 Cent kostet. Warum gibst du 3,50 Euro oder 4,50 Euro aus? Und dann sagt er, weißt du was, weil das ein toller Mann ist, weil der damit tolle Sachen macht. Merkt ihr, wie Großzügigkeit ansteckend ist? Hey, wie wäre es denn, wenn wir anfangen, ab heute Großzügigkeit zu säen? Und damit meine ich natürlich auch die Kollekte, die nachher durch die Reihen geht, aber nicht nur. Großzügig mit meiner Zeit. Wenn die Nachbarin einsam ist, Zeit nehmen. Wenn Not in der Gemeinde ist, Zeit nehmen. Wenn ich meine Gaben einbringen soll, Zeit nehmen. Weil wir für das Schöne und das Gute erschaffen sind. Was guckst du dir lieber an? Einen langweiligen Kaktus oder eine wunderschöne Blume? Ja, es gibt doch Leute, die gucken lieber den Kaktus an, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte deswegen auf 2 Sachen hinweisen, die aufs Investieren angeht. Das ist jetzt nicht der große Werbeblock. Wenn ihr Zeit habt, geht dahin. Aber es geht mir nicht nur darum, sondern es geht mir darum, was die Leute auf die Beine gestellt haben. Es gibt in den nächsten Tagen eine Veranstaltung, die heißt City of Lights, Freitag, Samstag, Sonntag, nächste Woche mit großem Kinderprogramm und so weiter. Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass Menschen aus dem Alltag, aus verschiedenen Kirchen und verschiedenen Gemeinden sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir investieren. Und sie haben Seminare vorher auf die Beine gestellt, um Kirchen fit zu machen. Sie haben Zeit investiert, sie haben Geld investiert, sie investieren ganz viel, sie haben ihre Talente investiert und sie gehen nächstes Wochenende raus auf die Straße. Und ich bin ganz sicher, wenn die Zeit gekommen ist, wird es Ernte geben. Vielleicht nicht gleich nächste Woche, vielleicht auch doch. Und das finde ich großartig. Und deswegen habe ich euch das kurz mitgebracht, City of Lights. Ich finde das eine wahnsinnige Veranstaltung. Ganz viele Namen sind mit dabei und die sind mir gar nicht wichtig, sondern ganz viele Gemeindemitglieder, die sich das erste Mal vielleicht trauen zu sagen, und ich gehe hinterher auf so einen Menschen zu und wir machen so eine 1:1-Coaching. Der kann mich alles fragen über den Glauben, was er will. Wow, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Großartig. Die investieren, die säen. Und ein Beispiel, wie du säen kannst, sind so 4 Symbole, die ich über alles liebe. Vielleicht habt ihr mich ab und zu auch schon mit einem T-Shirt gesehen, wo ich sie das trage, nämlich das erste Symbol, was wir immer im Herzen haben sollten bei allem, was wir tun und was wir am meisten säen sollten, ist die Liebe. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Gott liebt dich. Nimm das bitte mit. Egal, was bisher gelaufen ist, Gott liebt dich leidenschaftlich. Trotz seiner Fehler, trotz seiner Sünde, trotz seiner Rebellion. Und trotzdem ist es so, dass wir ab und zu falsch abbiegen, dass wir falsch investieren, dass wir falsch säen. Und oft meinen wir es gut und machen es trotzdem nicht so gut. Und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus guckt nicht auf die Kirchen in dieser Stadt und in diesem Land und sagt, oh, da habt ihr aber ganz schön was verbockt. Sondern Jesus sagt zu uns, egal was in deinem Leben schiefgelaufen ist, egal was in den Kirchen schiefgelaufen ist, bring es doch ans Kreuz. Und lass dich doch neu ausstatten. Lass dir doch von mir sagen, wie ihr als Baptisten in einer Kiezkirche Neukölln erreichen könnt. Und leg doch mal alles ab an Verletzungen, an Scheitern. Dafür bin ich gestorben, sagt Jesus. Und wenn du dich darauf verlässt, wenn du da investierst, wenn du da säst, wenn du wirklich das Reich Gottes als Priorität hast, dann hast du einen Anker im Leben, der hält. Und zwar nicht nur auf dieser Erde, sondern bis in die Ewigkeit. Vom Sehen und Ernten. Wenn du heute nach Hause gehst, was säst du? Wenn du nichts säst, säst du auch. Entscheide dich für das Gute. Amen.